Hallo, grüß euch. Heute geht's auf den Predigtstuhl. Der ist in Bad Gulsern herinnen. Und das schauen wir sich hier mal an, oder? Da ist so. Kommt's mit. Ja, ich glaube, da geht's jetzt schon auf zum Predigtstuhl. Noch ungefähr 500 Meter Fußstraßen. Der Dachstuhl, würde ich mal sagen. Fisch. Dann gehen wir ab für da. Zur ewigen Wand. Ja, und jetzt sind wir, glaube ich, bei der ersten Schlüsselstelle. Da drüben. Auf. Ja. Okay, und da ging es dann oben. So, da. Puh. Ja. Die erste Angst ist in der Hose, sage ich. Puh.
Sommer in Gatten und Tour. Bis da rauf geht. Da kommen wir eh schon zur ersten Kreuzung jetzt. Wo gehen wir denn da hin? Nein, da wollen wir nicht hin zur ewigen Wand. Ja, das ist wichtig. Haltet die Berge sauber. Da, der Predigtstuhl. Sehr gut. Da wird es eh markiert sein da drüben. Ja, da gehen wir. Müssen wir aber da noch einen Abstecher machen, weil es ist schon relativ gut aus da. Schau da bin ich. So, da, noch einen kurzen Stickerl da vor den Straßerl. Dann rollt es wieder rechts den Steig auf. So, nach einer kurzen Pause da oben beim Kreuz gehen wir jetzt wieder runter zu der Abzweigung, wo gestanden ist ewige Wand. Ja, das machen wir.
So, oder? Jetzt gehen wir da wieder her. Wo wir aufgekommen haben zuerst. Und das heißt, wir gehen da jetzt einfach gleich rot weiter. Ja, dann gehen wir da gleich zum ewigen Wand weiter, wie gesagt. Wir gehen jetzt schon sicher eine halbe Stunde bergab und das ist eigentlich halb dasselbe da. Ein kleines Waldweg und da. Fazit noch, also eine mittelschwere Wanderung, also einige Seile dabei, Klettersteige, also so Jagersteige, würde ich sagen, aber sehr eindrucksvoll, muss ich sagen, kann man nur empfehlen. Ja, es geht ein ziemlicher Wind, aber ich hoffe, die Wanderung auf dem Predigtstuhl da rauf hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch bitte und abonnieren dürft ihr meinen Kanal auch. Dankeschön, pfiat euch!
bis zum nächsten Mal.